einen wunderschönen, einen herrlichen, einen wie suspekten. So. Ich bin wieder im Dev unterwegs. Und nee, ich würde schon gerne was Längeres fahren. Wir müssen. Ja, Göteborg ist gut, ne? Göteborg ist. Können wir machen. aktuell weiß ich nicht, wie viele Abonnenten ich habe. Ich glaube 70, 71 rum. Und ich bin über jeden Abonnenten stolz, der aktuell mir zuguckt. Wir machen eine Ehrenrunde durch die Werkstatt durch. Ja, Werkstatt, da Werkstatt, da Werkstatt. Mit unseren eigenen Hallen. Es hat sich ein bisschen was getan. Im Thema meinen Gefühlschaos. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Mir geht's langsam besser. Das habe ich ganz besonders ein paar Menschen zu verdanken, die schon wieder seit Wochen für mich da sind und sich extrem für mich einen Arsch aufreißen. Und sich extrem viel Mühe gegeben haben. In gewissen Momenten kam das sogar bei einem Zuschauer ein bisschen falsch rüber, weil ich da ab und zu einen falschen Spruch gerissen habe. Bei dem kurzen möchte ich mich da nochmal ganz, ganz tief entschuldigen. Die Sprüche ab und zu, die waren halt nicht so ganz angemessen. Er weiß, um was es geht, und das wird ja auch nicht vertieft. Wie gesagt, tut mir fürchterlich leid. Trotzdem möchte ich mich bei einigen Leuten bedanken, die sich den Arsch für mich aufgerissen haben, mich aufgebaut haben, mir die Hand gereicht haben und gesagt haben, komm, Dickerchen, das wird schon wieder. Und natürlich in erster Linie möchte ich mich bei meinem Hund bedanken, der mir seit der Trennung nicht mehr aus dem Weg geht. Der hat ziemlich schnell begriffen, was los ist, und bemüht sich da echt einen Arsch ab, dass es mir gut geht. Also wenn ihr merkt, dass ihr gesundheitlich eingeschränkt seid, legt euch einen Schäferhund zu. Das sind echt die besten Lebensretter, die es gibt. Also wenn ihr merkt, gesundheitlich geht es echt scheiße, die kümmern sich hier total krass um euch, ne? Also das ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ab und zu passiert ist, dass ich mich an meiner eigenen Luft verschlucke, dann hilft er mir immer total süß. Das ist mal so am Rand erzählt. Ich möchte mich bei einigen YouTubern bedanken. Also kleinen YouTubern, die mich mit ihren Livestreams aufgemuntert haben. Ob sie nun Wrestling gespielt haben, GTA 5, oder ob LKW gefahren wurde und einfach nur Bullshit gelabert wurde. Da möchte ich mich erstmal bei den beiden aus Bayern bedanken. Es tat gut, und es hat mir neuen Mut gegeben, weiterzumachen. Hat mir die Kraft gegeben zu sagen, nein, ich gebe mich nicht auf, ich kämpfe weiter. Klar, für die Beziehung lohnt sich es nicht mehr zu kämpfen. Und warum auch? Also ich glaube, ich muss hier rein, genau. Das ist der Double Trailer, ja, also.
Ne? Also lohnt sich da wirklich nicht mehr drum zu kämpfen. Kleiner Blick, ich muss kurz rückwärts fahren. Man muss auch mal ein guter Verlierer sein. Ich will jetzt hier auch nicht auf die Mitleidschiene drücken, ja, um Gottes Willen. Das will ich nicht. So assi bin ich nicht. Aber vielleicht kommt irgendwann mal der Moment, wo ich dann auch wieder richtig Glück habe und ich einfach ich sein kann. In gewissen Momenten sollte es halt nicht so sein. Und ich habe alles versucht und bin dann leider gescheitert. Ich möchte mich auch bei einer Manuela bedanken, die nur grob durch einen Livestream, weil ich geschrieben habe, was los ist, dass gerade Beziehungskrise ist, dass ich gerade verlassen wurde, hat sie mich aufgemuntert und ich habe dann einfach ihr zugeguckt. Ich weiß, dass sie einen Freund hat und ihr Freund kann sich echt glücklich schätzen, so ein tolles Mädel zu haben, so eine tolle Freundin zu haben, mit so einer super sympathischen Stimme. Ich habe noch nicht geschafft, mich persönlich bei ihr zu bedanken, weil ich jedes Mal, wenn ich bei ihr auf dem TS bin, hoffe, dass sie einen Livestream macht und ich dann ein bisschen mitfahren kann. Den Kanal zu ihr stelle ich euch gerne bereit. Den klatsche ich euch mit in die Videobeschreibung. Ne? Ich schreibe einfach eine Manu rein und dann den Link dazu. Das ist dann ihr Kanal. Da könnt ihr dann auch bitte die Glocke aktivieren. Und ich kann euch das Mädel herzhaft empfehlen. Weil sie so eine tolle, wundervolle Frau ist, die so viel Verständnis hat für Menschen und ein ziemlich großes Herz hat sogar. Deswegen in diesem Sinne, danke Manu, dass ich in deinen Streams mitfahren darf und du mich ziemlich gut aufgebaut hast, obwohl du mich gar nicht kennst. Und ich dich so gut wie gar nicht kenne. Wir kennen uns halt nur durchs LKW fahren und ab und zu mal auf dem TS gammeln und gemeinsam fahren, wenn du live bist. Was aber wunderschön ist. Und ich weiß, du wirst wieder sagen, Schleimer, aber damit kann ich leben. Das hat sie nämlich in einem Stream gestern gehört. Achso, Sita, ich wollte euch gleich die Uhrzeit sagen. Es ist 10:30. Ich muss mich sogar ein bisschen beeilen, weil ich gleich noch mit jemandem verabredet bin. Wir wollen ein bisschen mit meinem Hund spazieren gehen, ein bisschen quatschen und auf andere Gedanken kommen. Es ist nun mal so, dass sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben es gut meinen mit mir und mir helfen wollen. Und so gibt es halt auch eine TS-Community, die die ganze Zeit hinter mir stand oder steht. Und egal was für ein Beef zwischen uns ist, zum Beispiel zwischen mir und Dobscher Nudel, egal was für Weibergeschichten kommen, uns kann eigentlich gar nichts mehr trennen. Es sei denn, wir sind wieder mal zu blöde zu raffen, was wir voneinander wollen. Und in diesem Sinne muss auch mal gesagt sein, Dankeschön, dass du den ganzen Scheiß ein zweites Mal mitmachst. Du merkst ja, mir geht's Tag zu Tag immer besser. Und ich kann auch mal wieder herzhaft lachen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Klar wäre es schön, eine Freundin zu haben, die ich in den Arm nehmen kann, weil ich mich abends doch ziemlich krass alleine fühle. Jetzt könnt ihr wieder sagen, ja, du hast doch einen Hund. Klar kann man mit einem Hund kuscheln, aber mit einem Hund kann man nicht sprechen. Also ich kann zwar mit dem Hund sprechen, aber der Hund kann ja nicht antworten. Ja, das funktioniert so nicht. Und, ja. Ich bin auch auf einer Single-Dating-Seite. Also ich habe mich mal auf einigen registriert.
die letzte, wo ich mich registriert habe, das ist irgendwie Berliner Singles oder so ein Scheiß. Und mittlerweile werde ich echt zum Profi in sowas, weil laut Tutorial soll man die Frauen anlügen. Finde ich asozial und scheiße. Aber ich bin ein Profi geworden in Single-Portalen. Insofern, weil ich jetzt glaube ich schon die 5. Single-Börse privat angeschrieben habe, eine Mail geschrieben habe und gefragt habe, ob das normal ist und ob sie sich toll fühlen, wenn man Singles gnadenlos ausnimmt, weil die App, die ich mir runtergeladen habe, das ist komplett kostenlos und total seriös und so viele Singles sind schon zusammengekommen und bla und röd und Ende vom Lied ist eigentlich, und das müsst ihr euch mal festhalten, damit man mit einer wunderschönen Single-Dame schreiben kann, muss man VIP werden und VIP wird man eigentlich nur durch Geld bezahlen. So, 89 ist Toleranzgrenze, wir fahren 90, jetzt 89. Ich würde gerne, lieben gerne hinter der Bullerei bleiben. Shit. Und jetzt muss ich was überprüfen. Ja, okay. Ich würde lachen, ich habe jetzt gleich die Aufnahme nicht gestartet. Das wäre peinlich. Ich mache wieder ohne Facecam. Übrigens. Weil ich erstmal mit den Lichtverhältnissen gucken muss, weil das ziemlich dunkel ist. Ja, ja, komm, hör auf, Prinzess. Ist gut jetzt. Ich muss mich auch weiter bedanken bei zum Beispiel einer meiner sogenannten Therapeuten. Warum sogenannte Therapeuten? Das ist ganz lustig, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben nämlich damals angefangen rumzuschäkern und ein bisschen rumzuflirten. Also ich habe versucht, mit ihr zu flirten. Und sie ist auch ein bisschen drauf eingegangen, allerdings hat sich dann was ganz Lustiges entwickelt, eine ziemlich coole Freundschaft. Ja, wir haben ein bisschen rumgealbert und haben bis spät in die Nacht gesprochen und irgendwann hat sie mich so weich gekriegt, dass ich einfach mal meine Probleme erzählt habe. Ich habe die ganze Zeit meine Probleme für mich behalten, wollte mit keinem darüber reden, weil ja, die meisten wollten dann eh nur, dass ich mit denen zocke und hast du nicht gesehen und dann habe ich mich halt ihr gegenüber geöffnet und seitdem an ist es halt meine Therapeutin und ich muss sagen, es ist die beste Therapeutin, die man haben kann, weil sie nicht auf Profit aus ist oder sonstiges, sondern einfach, weil sie ein Mensch ist. Gut, das ist noch nicht mal ihr eigentlicher Job. Was sie eigentlich arbeitet, das interessiert keinen. Allerdings muss man in der Richtung einfach mal ganz, ganz lieb Danke sagen. Für das, was sie für mich in den letzten, oh, ich glaube, wir sind mittlerweile 4 Jahre befreundet, 3 Jahre, 4 Jahre, ich weiß es nicht. Wir sind durch sämtliche Wassertiefgänge gegangen, ja, wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen und dazu muss man einfach mal Danke sagen. Danke, dass du mich in der Zeit begleitet hast. Ich möchte ihren Namen nicht sagen, bei mir auf dem TS heißt sie Snowcat. Ja, den richtigen Namen nenne ich euch nicht, einfach wegen ihrem Beruf, ne? Da ist schon, müssen wir ein bisschen aufpassen. Und sie arbeitet halt in einem seriösen, sehr seriösen Beruf. Deswegen möchte ich das nicht, dass sie hier so in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Ne? Wenn sie das bei professionellen Streamern zum Beispiel macht oder bei dem, was sie da spielt, ne? Dann ist das schon okay. Aber bei mir werden zum Beispiel sehr, sehr viele PK-Worte benutzt. Und da möchte ich dann halt nicht, dass denen ihre Jobs gefährdet werden. Ich möchte mich bei wem wollte ich mich noch bedanken? Genau, bei meinem kleinen Legend, Dope Cake, der mir jedes Mal neues Grinsen aufs Gesicht zaubert. Einfach mit seiner verrückten Art. Und dass er mich die ganze Zeit so aufmuntert, indem er mich irgendwie animiert, irgendeinen Blödsinn mit ihm zu machen. Ich möchte mich einfach gesamt bei allen, die hinter mir stehen, bedanken. Bei The Creepy Gamer HD, der auch einen YouTube-Kanal hat, der
zwar immer ein und denselben Spruch bringt und sagt, wird schon dicker, irgendwo hat er ja recht, es wird ja irgendwann wieder, ne? Irgendwann vergeht der Liebeskummer, irgendwann vergehen die Gefühle für die Frau, die man geliebt hat, irgendwann wird man wieder normal, aber er weiß halt, dass dieser Spruch extrem scheiße ist und wehtut, weil in dem Moment, wo man verlassen wird, glaubt man einfach, dass es gar nicht mehr weitergeht. Man sagt sich, ah, scheiß Leben, scheiß Welt und keiner liebt mich, keiner will mich. Und dann kommen halt so eine Sprüche und ja, zieht einen manchmal nur noch runter, obwohl man es gut meint. Bei wem muss ich mich noch bedanken? Ich muss mich bei zwei Menschen bedanken, die es mir ermöglicht haben, damals den Hund geholt zu haben. Den habe ich jetzt auch, glaube ich, 5 Monate, weiß ich nicht. Ich habe jetzt die letzte Rate heute bezahlt, weil ich habe ihn seit 3 Monaten, 4 Monaten ungefähr habe ich ihn. Und es ist ein wunderschöner Hund. Es ist ein Geschenk Gottes, dass ich ihn haben darf. Dieser Hund ist, er ersetzt zwar nicht meine alte Hündin, die ich hatte, die immer an meiner Seite stand, egal was war. Aber dieser Hund, mein Hund Balu, ist ein reinrassiger Schäferhund und der baut mich extrem krass auf. Er kommt zu mir ins Bett, kuschelt mit mir, guckt nach, ob es mir gesundheitlich gut geht und wow, wow, danke, Balu. Er versteht leider nur Wuffi, Wuffi und Bell, Bell und Hauptsache das Futter stimmt. Naja, ihr wisst ja, wie Hunde sind. Manchmal denken sie halt nur mit dem Magen. Aber Hunde sind tatsächlich die besten Freunde, die man haben kann. Dann muss ich mich noch bei jemandem aus Hamburg bedanken, der über die Jahre hinweg auch an meiner Seite geblieben ist, den ich übrigens durch die Snowcat kennengelernt habe und die mich hier gerade so tatkräftig aufbauen. Dann gibt es noch einen, den habt ihr auch schon im Stream gehört, bei dem ich mich bedanken möchte. Das ist liebe Kamikaze. Die sind alle gerade nicht bei im Video, weil wie gesagt, die sind arbeiten. Die haben das tolle Geschenk, dass sie arbeiten gehen können. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann kriege ich immer eins auf den Deckel. Und das heißt dann immer, ja, ihre Rechtschreibung. Ja, ich habe halt eine Leserechtschreibschwäche und bin da extrem schüchtern geworden. Was das heißt. Und das sehe ich zum Beispiel auch auf Single-Portalen. Wenn man da schreiben möchte und man hat da so seine Schwierigkeiten mit EI und sowas, ne, oder SCH, CH, ne, dann kommt man da halt so in kleine Schwulitäten. Und naja, jetzt fange ich auch noch an Hunger zu kriegen. Ich glaube, ich sollte mal was essen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war damals, glaube ich, die richtige Entscheidung, mit YouTube anzufangen. Nicht, weil ich gesehen habe, oh, da verdienen einige Geld mit und das wäre vielleicht ein Job für mich. Klar wäre es bestimmt traumhaft, damit Geld zu verdienen, aber dafür bin ich zu schlecht. aber es dient auch einfach gut, Menschen da draußen zu zeigen, wie es anderen Menschen geht. Ja, dass ihr mal von RTL und KKG wegkommt und seht, es gibt da noch ein Real Life draußen. Eine Realität. Ich bin ganz ehrlich, ich zocke über meinen Fernseher. Wenn ich dann abends zu Bett gehe oder mal tagsüber kurz Fernsehen gucke, dann sind es wirklich nur Nachrichtensendungen. Ich kann mir dieses asozialen Fernsehen nicht mehr antun, genauso wie diesen teilweise asozialen Content auf YouTube. Ne, hier Hust, Hust, Leon Mascher und KKG, ne? Kann ich mir nicht mehr geben, sowas, das weiß ich nicht. Ich möchte mich auch bei ein paar anderen Menschen bedanken dafür, dass sie mich belogen haben. Und mir dadurch gezeigt haben, was wahre Freunde sind und was wahre Menschen sind, die Eier zeigen können. In diesem Sinne, fickt euch und verpisst euch aus meinem Leben, ganz ehrlich.
an so eine Menschen müssen wir auch denken. Ich möchte auch sagen, zu einigen Teilen, die mich die ganze Zeit haten oder sich lustig machen über mich, ihr könnt euch genauso verdrücken aus meinem Leben. Ich brauche euch nicht und ich habe euch nie gebraucht. An die, die immer gesagt haben, ich wäre ein Fettsack. Ihr seid selber hässlich und fett. Aber ich stehe zu, dass ich ein bisschen was auf den Rippen habe. Lieber rund und gesund als schlank und krank. Ich meine, gut, klar, ich gebe zu, ich würde gerne ein bisschen abnehmen wollen. Aber dann kommen doch mal die ein oder anderen Leckereien, die ich ganz toll finde. Wenn ich eins mit aus meiner letzten Beziehung nehme, ist es, dass ich anfangen muss, kochen zu lernen. Ich werde mir irgendwelche Kochrezepte aus dem Internet suchen und danach kochen. Gesundes Kram sind es halt. Mal öfters einen Salat essen, um halt gesundheitlich wieder fit zu werden, sich munter zu fühlen, zu sagen, hey, Chaka, ich schaff das. Und ja, ich habe aufgehört mit dem Rauchen vor ziemlich genau ein Jahr. Also jetzt nächsten Monat ist es, glaube ich, soweit. Ich weiß, dass es irgendwann kurz vor Weihnachten war. Ich glaube, einen Monat vor Weihnachten habe ich aufgehört mit Rauchen. Von heute auf morgen, Zigarette ging nicht mehr an. Ich habe mit meiner jetzigen Ex, also mit meiner letzten Lebensgefährtin, habe ich noch telefoniert und ich habe dann von heute auf morgen aufgehört zu rauchen, weil es ging nicht mehr, ne? Die Zigarette wollte nicht mehr angehen, habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, da brauche ich jetzt auch kein Geld mehr ausgeben. Und ich bin mega stolz drauf, Nichtraucher zu sein. Nachteil ist, man frisst halt mehr, ne? Weil irgendwie muss man ja die Sucht befriedigen und es ist halt schwer, seine Lust zu frönen oder wie das auch immer heißt. Das ist jetzt auch egal. Ich möchte mich bei meinen Abonnenten bedanken, dass ihr den ganzen Scheiß hier mitgemacht habt. Einfach, weil ihr das so okay findet, wie ich es mache, dass es ab und zu ein bisschen fäkal wird, dass es dann aber auch wiederum halbwegs tränenreich wird. Ich bin in einigen Videos, die habe ich auch wieder gesperrt, die habe ich wieder dicht gemacht, weil einfach zu viele Dislikes kamen. Und ich bin nicht like-geil, um Gottes Willen, aber ich finde das krass, dass es einfach Menschen auf dieser Welt gibt, die was dagegen haben, dass Männer mal heulen. Und ich finde es wunderschön, dass ich Gefühle zeigen darf. Mir fehlt die Partnerin dafür, um auch Gefühle zu zeigen. Ich sage immer, das Leben ist ein Spiel. Man kann gewinnen und verlieren. Und ja, ich gebe es zu, ich stand sehr, sehr oft auf der Verliererseite. Aber irgendwann kommt meine Gewinnerseite. Und daran glaube ich jetzt einfach ganz, ganz fest. Das ist mein Gedanken, den ich ganz, ganz tief festhalten möchte, um mir selber nochmal zu beweisen, zu sagen, okay, Chaka, ich schaff das. Wir nähern uns den letzten Kilometern. Das Video ist damit dann schon so gut wie zu Ende. Ich weiß gar nicht, oh, 4% noch am LKW, das geht eigentlich. So, sind wir wieder ein bisschen schön durch Skandinavien gefahren.
war doch wieder gut, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer so ein bisschen eine kleine Befriedigung für mich, wenn ich für euch ein Video mache und euch das hochlade. Auch wenn ich immer tausendmal überlege, kann ich das so hochladen oder nicht? Aber ganz ehrlich, scheiß drauf, ne? Und für die, die jetzt wieder einen Daumen runter geben, weil ich mich einfach mal bedanke oder so, ganz ehrlich, verpisst euch, ne? Euch braucht keinen Schwanz. Es ist einfach für mich eine Ehre zu sagen, danke, dass ich so nette Menschen kennenlernen darf. Ja, und für die, die hier einen Daumen runter geben, ihr habt noch nicht die richtig netten Menschen kennengelernt. Den Link von der lieben Manu klatsche ich euch unten rein. Ne, einfach mal in den Livestreams von ihr dabei sein. Ihr dürft auch sogar schreiben, Hashtag DopeCookie. Ne, dann weiß sie, dass ihr von mir kommt. Grüßt sie ganz, ganz lieb von mir. Ne, und baggert sie nicht an. Sie hat einen Freund, auch wenn sie eine total süße Stimme hat. Aber das darf man ja sagen. Ist ja kein Anbagger. So. Ich werde dann übrigens noch ein Video für Manu machen, nur um ihr zu zeigen, dass ich auch rückwärts einparken kann. Hatten wir gestern nämlich noch im Stream die kleine Diskussion. Ja, gut. Haben wir gepackt, ne? Das ist halt schwer. Ich mag diese Stelle da nicht zum Einparken und ich wollte jetzt nicht überspringen, weil... Ja. Wenn ihr das wollt, dass ich öfters mal so gefühlvolle Videos mache, wo ich halt ein bisschen netter bin, mal ein bisschen freundlicher bin, dann lasst es mich wissen. Mit einem netten Kommentar, falls man kommentieren kann. Ich weiß es aktuell gar nicht. Wenn nicht, dann muss ich das noch einstellen. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht ebenso. Und für die Hater, ne, ihr braucht mir keinen Daumen runter geben und sagen, was ich für eine Pussy bin. Ich bin Pussy mit Leidenschaft. Ich zeige gerne Gefühle und für die Kerle, die das nicht können, tja, shit happens for, ne? So, noch eben reparieren. Und damit war es das auch schon von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und war mir mal wieder eine Ehre, mit euch so ehrlich reden zu können. Wie gesagt, danke, danke, danke an alle und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bitte.